Ja, vielleicht folgendes Blick zurück. Ende letzten Jahres, 2008, war ich bei einem Roundtable-Gespräch eingeladen vom Bundesumweltminister Gabriel. Bei diesem Gespräch habe ich in Gruppenzügen unser Bauvorhaben in Hettesheim vorgestellt. Und ich kann Ihnen nur eins sagen, er sagte zu mir, das ist genau das, was die SPD und die Grünen eigentlich wollen. Ich wäre froh, alle Logistikzentren in Deutschland hätten diese Bauausführung wie das, was sie dort in Hettesheim planen. Für mich ist das ein Leuchtturmprojekt, was sie dort realisieren wollen. Und ich würde gerne bei der Einweihung zugegen sein. Das möchte ich doch mal in aller Deutlichkeit gesagt haben, weil es ja immer heißt, dieses Objekt wäre umweltschädlich. Vielleicht noch ganz kurz zu dem, was ich mir eigentlich so immer auf meine Fahne geschrieben habe, und zwar, bei uns im Unternehmen wird immer guter Lohn für gute Arbeit bezahlt, und das war schon immer so. Wir betreiben auch eine sehr umweltfreundliche Politik. Ich habe mich schon vor über 15 Jahren der Ökobilanz gewidmet und habe mich zum Beispiel mit Mehrwegsystemen, Mehrwegkisten im Handel sehr, sehr verdient gemacht, nur um die Umwelt zu schonen. Ich bin also kein Unternehmer, der da jeden Tag Dreck macht und am nächsten Tag vielleicht auch sein Unternehmen schließt und übermorgen in Konkurs geht. Das wollte ich auch mal in aller Deutlichkeit gesagt haben, Herr Fleckenstein, ich lebe auch schon seit fast 60 Jahren hier in dieser Region. Ich lebe hier in Leutershausen und bin jeden Morgen eigentlich froh, wenn ich von meinem Haus aus nach Hettesheim schauen kann und sehe, wie das hier alles abläuft. Meine Tochter hat seit vielen, vielen Jahren hier in Hettesheim einen Freund. Meine Tochter war bestimmt schon tausendmal am Badesee. Ich habe einen 8-jährigen Sohn, der war auch schon zigmal am Badesee mittlerweile. Und ich werde den Teufel tun, dass diese Lebensqualität hier in Hettesheim verloren geht. Dafür stehe ich auch mit meinem Wort. Nur damit das mal wirklich jeder versteht. Was wir wollen ist, wir wollen unser Unternehmen von Firnheim nach Hettesheim verlagern, weil wir hier in der Metropolregion viele Läge haben, wo wir innerbetriebliche Verkehre haben und dadurch eigentlich die Umwelt viel mehr belasten, wie das, was wir zukünftig machen. Und Hettesheim hat nun mal einen sehr, sehr guten Standort hier an der Autobahn. Das gebe ich immer wieder jedem zur Kenntnis und es geht mir nicht darum, hier LKWs durch Hettesheim fahren zu lassen. Und ich kann immer nur sagen, wenn jemand es nicht glaubt, dann kann er uns ja haftbar machen anschließend, so wie ich vielleicht andere Herren aufgrund ihrer Falschaussage auch haftbar machen werde, weil wirklich das Maß der Dinge überschritten ist. Und das bitte ich jedem Bürger, der denkt, dass wir hier redlich uns ansiedeln wollen, zu bedenken, wenn er am 27. letztendlich sein Kreuzchen macht. Dankeschön.